hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Wocheninfo! Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens Tele-DMW. Mein Name ist Michael Westkamp und ich habe für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche bis zum 9. Mai 2010. Die Buskamera überführte den 41-jährigen Messerstecher, der im vergangenen Oktober am Hauptbahnhof seinen Drogenkollegen ein Messer in den Bauch rammte. Der 26-jährige Geldschuldner verlor dabei 5 Liter Blut und musste in eine Spezialklinik. Wegen gefährlicher Körperverletzung gab es 5 Jahre Knast. Weil ein Rollstuhltransporter am Mittwoch, dem 5. Mai, gegen 10.45 Uhr kurz die rechte Leitplanke berührte, kam er so sehr ins Schleudern, dass er auch noch frontal den Mittelbetonabweiser küsste. 4 Rettungswagen, 2 Notarztwagen und die Polizei waren vor Ort. Eine Stunde Vollsperrung gab es zwischen Lüttringhausen und Lennep in Fahrtrichtung Köln. 4 Schwerverletzte und 6 Kilometer Stau waren das Ergebnis. Am Mittwoch, dem 5. Mai, war hoher Besuch in Wuppertal-Barmen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Da 2 Frauen mit Pistolen während der Wahlkampfveranstaltung an einem Fenster standen, gab es einen Großeinsatz der Polizei. 2 Spielzeugpistolen wurden sichergestellt. Außerdem stellte die Polizei eine der beiden Frauen sicher, sie wurde per Haftbefehl gesucht. Am Montag, dem 3. Mai, gab es einen Saunaunfall im Gartenhallenbad Langerfeld. Ein 70-jähriger Mann lag 45 Minuten bewusstlos auf dem Boden der Sauna und holte sich Verbrennungen 3. Grades. Ursache war ein Schwächeanfall. Am Lichtscheid kamen am Donnerstag, dem 6. Mai, bei einem schweren Verkehrsunfall 2 Personen ums Leben. Kurz vor der Brücke kam man bei nasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Tempo 160-Schild hat man dort trotz großer Suchaktion nicht finden können. In der vergangenen Woche hat Griechenland von Deutschland einen 22 Milliarden Kredit bekommen. Unter der Bedingung, dass Sparmaßnahmen zu fällen seien. Die Griechen begrüßten die Sparmaßnahmen mit Krawallen, bei denen es 3 Tote gab. Aus Schaden wird man klug. Wer Geld verleiht, der verschenkt es. In Südamerika herrscht die Ölpest. Eine BP-Bohrinsel explodierte. Nun laufen täglich bis zu 800.000 Liter Öl aus der Quelle ungebremst aus. Die Ölabwehrmaßnahmen zahlte die BP aus der Portokasse. 12,3 Milliarden ist gar nichts. Denn pro Quartal macht die BP einen Umsatz von 20.500 Milliarden Euro. In Remscheid-Güldenwerth und Vieringhausen ist eine Baustellenampel wieder eingeschaltet worden. Sie wird schon wieder gebraucht, denn die andere Fahrbahnseite ist jetzt zu sanieren. Und dann haben wir natürlich in der Haddenbach immer die Baustelle noch. Wenn Sie nach Wuppertal-Ronsdorf wollen, fahren Sie doch bitte über die Goldenbergkurve, weil die Ronsdorfer Straße ist in der Klarenbach Einbahnstraße. Und hier ist der Programmhinweis für Sie. Im Anschluss dieser Nachrichten kommt gar nichts. Tut mir leid, das war's. Es sei denn, Sie möchten den Film der Woche selber starten. Der hat nämlich Überlänge und der heißt Muss das Tierheim weg? Wenn Sie sich ein paar nette Tiere anschauen wollen, starten Sie bitte durch einen weiteren Klick auf Button Nummer 2, Film der Woche, den 2. Teil der Wocheninfo. Das war's für heute. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und hoffe, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Ihrem Remscheider Fernsehen Tele-DMW.
Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele-DMW. Wer übt denn hier so laut?